Ja, schön, dass Sie es geschafft haben, hier auf das Sofa zu kommen, weil wir haben ein paar Fragen an Sie, oder zwei Fragen, um genau zu sein. Frau Gajek, Sie sind ja Bündnis 90 Die Grünen, die Partei, die macht sich ja stark für umweltliche Sachen, hauptsächlich. Kann man ja so aus der schönen Farbe Grün sie so ableiten. Meine Frage ist jetzt, was jetzt neu ja dazugekommen ist, ist die Methode Fracking. Wie ist denn Ihre Meinung dazu? Ja, eins vorweg, es heißt Bündnis 90 Die Grünen, das heißt, es Entschuldigung. sind eben nicht nur, nee, hast ja gesagt, aber es sind eben nicht nur die Umweltthemen, sondern es sind ja insbesondere Bürgerrechte, die gerade Bündnis 90 Die Grünen auszeichnet aus der Tradition des Jahres 89. Aus diesem Bereich komme ich. Und von daher antworte ich jetzt zum Fracking nach meiner Einstellung, danach hast du ja auch gefragt. Also ich bin eine Gegnerin des Frackings, weil ich davon ausgehe, alles, was da in die Erde, ins Gestein chemikalisch eingepresst wird, zahlen wir später mit unserer Gesundheit. Das heißt, Grundwasser wird ja, kaputt gemacht, vergiftet, so heißt es ja, vergiftet. Und die Frage ist, welche Schäden haben wir langfristig, um jetzt kurzfristig Ressourcen zu bekommen? Ich denke, es wird eine große Panik zurzeit gemacht. Es geht eben darum, Energie einzusparen, bewusster mit Energie umzugehen. Und ich denke, das muss die Strategie der Zukunft sein und nicht immer so mit Angstszenarien zu arbeiten. Oh, wir haben keine Ressourcen, das wissen wir alle. Das heißt, wir sind alle gefragt, damit bewusster umzugehen. Ja. Ist auch, finde ich, eine gute Meinung. Und was wir jetzt noch, also ich habe heute einen Workshop gemacht, der hieß Extrem engagiert. Und da war noch ein großes Thema gegen Extremismus. Oder generell das Thema, nicht nur gegen, aber auch Extremismus. Und Ihrer Meinung nach, was ist denn der schlimmere Extremismus? Der Linksextremismus oder der Rechtsextremismus? Oh, das kann man so nicht beantworten, weil es gibt ja auch den Extremismus und Fundamentalismus bei den Religionen. Also ich würde das jetzt nicht ausschließen. Und der Rechtsextremismus zeichnet sich eben durch ein menschenverachtendes System aus. Die Frage ist, Linksextremismus, bezeichnet man das da jetzt den Stalinismus, der eben letztendlich auch menschenverachtend ist. Jede Form von Extremismus, auch im Leben, ist immer eine Schattenseite und da ist zu fragen, was nicht stimmt. Also von daher ist eher die Strategie doch zu verfolgen, wie können wir so etwas vermeiden, wie können wir Menschen, gerade junge Menschen, davor bewahren, wenn das überhaupt geht. Ich denke, das geht immer nur damit, dass wir sagen, wir wollen junge Leute zu standhaft, also standhaft ist auch so ein besetztes Wort, aber zu Menschen mit Zivilcourage und geradem Rücken bringen. Und das können sie nur durch eigene Erfahrung, das können sie eben auch nur, wenn sie eigene Erfahrungen sammeln, dass sie die, selbstbestimmt auch leben. Das ist immer wieder eine Herausforderung und gerade Bildung spielt in dem Bereich eine ganz große Rolle und ich denke, da ist eben verdammt viel zu tun, dass wir perspektivisch eben mehr in Bildung investieren, aber eben nicht nur in Wissensvermittlung, sondern die Frage, wie kann ich soziale Kompetenz vermitteln, wie kann ich eine Streitkultur aufbauen? Denn wir beide können unterschiedlicher Meinung sein und meinen aber beide das Gute, sondern dann geht es darum, Kompromisse auszuhandeln. Das ist ja Demokratie, das ist gelebte Demokratie. Und ich denke, da ist einiges zu tun, da haben auch die Parteien noch ein bisschen Arbeit zu leisten, also eine demokratische Kultur für das Land voranzubringen. Denn der Landtag ist ein festes Korsett, ist in eine Geschäftsordnung zum Beispiel gepresst, fahre ich übers Land und gucke mir dann an, was zum Teil mit, ja, wie Jugendliche leben. Ist es für mich dann die Frage, wollt ihr so leben? Wollt ihr eben zukünftig eure Freizeit in Schule nur noch verbringen? Also welche Freiheit habe ich an sich? Und ich denke, das sind so die Aufgaben der Zukunft, denn ich kann nur demokratisch leben und frei leben, wenn ich mich eben in diese Gesellschaft mit einbinde, mich einmische. Aufmischen wollen wir ja nicht, ne? Aber mitmischen. Und ich denke, da ist auch die Aufgabe gerade der Älteren, den jungen Leuten den Freiraum zu geben und nicht immer dazustehen, so ungefähr, wir wissen es besser oder man kann es so und so machen. Oder, was ich auch immer oft höre, das wurde immer schon so gemacht. Ich denke, die Zeiten sind vorbei. Wir haben eine globalisierte Welt. Wir haben völlig andere Voraussetzungen im Leben als noch vor 10, 15 Jahren. Und da müssen wir die Jugendlichen ernst nehmen, weil sie sind die zukünftige Generation, die auch Politik macht. Gut, dann danke ich Ihnen vielmals, dass Sie Zeit für mich gehabt haben.